Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, in der es heute um die Frage von Anne aus Würzburg geht. Die Anne hat mir geschrieben, Söder hat jetzt ja endlich größere Lockerungen verkündet. Wie siehst du das? Ja, liebe Anne, das sehe ich natürlich mehr als positiv, denn was da verkündet worden ist, trägt schon sehr deutlich die Handschrift von uns Freien Wählern als Teil der bayerischen Staatsregierung. Es ist ziemlich genau das, was wir die letzten Wochen und Monate intensiv eingefordert haben. Und jetzt hat ein bisschen der stete Tropfen den Stein gehöhlt. Jetzt wird das Gegenstand von Regierungshandeln, was wir als Freie Wähler uns gewünscht haben, wofür wir uns stark gemacht haben. Ich war selbst und habe in Frag Fabian häufig genug davon berichtet, in den letzten Wochen viel unterwegs, habe Fitnessstudio-Betreiber, Kinobetreiber, Freibäder, Tanzstudios besucht und habe mir von den Menschen, die sich darum kümmern, deren Corona-Konzepte erläutern lassen, habe mir also zeigen lassen, wie sich ein Betrieb darstellen kann für die Zeit, bis endlich ein Impfstoff, bis endlich ein Medikament da ist, das es zulässt, diese Pandemie final zu überwinden. Und ich bin dabei zur Überzeugung gelangt, dass wir unser Credo endlich wahrmachen sollten, dass wir zwar weiterhin in Diensten des Infektionsschutzes verantwortungsvoll so viel verbieten sollten und müssen wie nötig, dass wir ganz zwingend aber auch wieder so viel Freiheit wie nur irgend möglich ermöglichen sollten. Denn es kann ja nicht unser Ziel sein, mit Ausgangsbeschränkungen in Diensten des Corona-Schutzes die Menschen sozusagen einzusperren. Insbesondere deshalb nicht, weil wir wissen, dass uns dieses Virus wohl noch viele Monate beschäftigen wird. Und eine ganze Gesellschaft so lange wegzusperren, ja, das ist schlicht keine Option. Das wird nicht funktionieren. Die Schäden davon, die wären größer als das, was das Coronavirus selbst anrichten würde. Deshalb braucht man clevere und kluge Konzepte, die die Infektionswahrscheinlichkeit minimieren, die also dafür sorgen, dass wir weiterhin die Kontrolle über dieses Virus haben, die aber trotzdem wieder ein Stück weit eine Rückkehr in eine neue Normalität ermöglichen, uns wieder die Chance geben, ja, für die Zeit, bis Impfstoff oder Medikament da sind, ein Stück Normalität, ein Stück normale Lebenswirklichkeit zu haben. Ich halte es für sehr wichtig, und zwar deshalb, weil die Frage, ob unsere Corona-Prävention funktioniert oder nicht, ja nicht davon abhängt, ob wir hier in München, im Bayerischen Landtag oder in der Staatskanzlei kluge politische Entscheidungen treffen. Stattdessen hängt es ja vielmehr davon ab, ob die Menschen da draußen, ob die Menschen in Bayern sich an das, was wir beschlossen haben, halten. Und das hängt wiederum davon ab, ob unsere Regeln, ob das, was wir als Beschränkungen aufstellen, konsistent ist, ob es für die Menschen nachvollziehbar ist, ob sie es für sinnvoll erachten. Und deshalb war es zwingend nötig, Konsistenzbrüche aufzuheben, den Menschen nicht mehr zu sagen, zum Schutz eurer Gesundheit dürft ihr beispielsweise Sport nicht mehr machen, der ja gut für eure Gesundheit wäre. Deshalb war es nicht mehr dauerhaft möglich, den Menschen zu sagen, ihr dürft zwar im Biergarten, aber nur bis 20 Uhr. Und um 20 Uhr müsst ihr dann nach drinnen gehen in der Gastronomie, dort, wo die Infektionswahrscheinlichkeit nach allem, was wir bisher wissen, wesentlich größer ist als draußen. Das war Unsinn. Deshalb war es wichtig, dass steter Tropfen jetzt den Stein gehüllt hat, dass jetzt nachgebessert worden ist, die nächste Stufe in der Rückkehr zur Normalität eingeleitet worden ist und dass die neuen allgemeinen Verfügungen jetzt so gestaltet sind, wie wir Freien Wähler das vorgeschlagen haben, dass die Freibäder wieder öffnen dürfen, die Fitnessstudios wieder öffnen dürfen, dass die Biergärten genauso lange aufhaben dürfen wie die Gastronomie, dass wir wieder ins Kino gehen können, ja, dass all das wieder im Sinne eines Stücks von Normalität möglich wird. Natürlich verantwortungsbewusst, natürlich mit den notwendigen Auflagen. Natürlich ist es kein Betrieb, wie es vorher war, denn ein Betrieb, wie er vorher gewesen ist, ist im Moment noch nicht möglich. Der würde die Gefahr eines zweiten Lockdowns erhöhen, den wir alle nicht wollen. Aber es ist immerhin ein Wiedereinstieg in den Betrieb. Es sind die Unternehmen, die davon betroffen sind, nicht sofort wieder bei ihrem normalen Umsatz, aber sie sind eben auch nicht pleite. Es sind die Menschen zwar weiterhin in ihrer Lebenswirklichkeit eingeschränkt, aber eben nicht mehr so sehr, dass die Stimmung zu kippen droht, dass die Menschen auf die Straße gehen. Es war deshalb ein wichtiger Schritt,
einen Schritt in Richtung Normalität. Und damit ist es auch ein guter Tag für Bayern gewesen, sind es gute Beschlüsse gewesen, die da verkündet worden sind. Und ich bin natürlich im politischen Sinne auch froh, dass wir Freien Wähler uns da als Juniorpartner in der Staatsregierung entsprechend durchsetzen konnten, dass die von uns eingeforderte Linie jetzt tatsächlich Gegenstand von Regierungshandeln geworden ist. Damit ist die Freiheit in unserem Freistaat Bayern wieder etwas höher gehängt. Die Menschen können wieder ein bisschen mehr normale Lebenswirklichkeit genießen. Ich glaube, dafür war die Zeit reif. Und die Art und Weise, wie sich die Zahlen im Moment bei der Infektionsquote darstellen, die lassen das auch zu. Deshalb ein logischer, ein sinnvoller, ein überfälliger Schritt, auf den wir auch stolz sind als Freie Wähler, weil wir ihn in den letzten Wochen doch ein gutes Stück weit innerhalb unserer gemeinsamen Koalition erkämpft haben. So viel zu deiner Frage, liebe Anne. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann postet sie unten in den Kommentaren. Dann kümmere ich mich in der nächsten Woche in den Pfingstferien darum. Dann geht es um euer Thema, wenn es wieder heißt, Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.